Weiter geht's mit einer neuen Folge Uncharted 4. Weiter geht's hier in diesem wunderschönen, türkisen, oh, traumhaften Meer vor Madagaskar. Immerhin ist da eine Insel, stimmt's? Immerhin ist da eine Insel. Such nach irgendwas Menschengemachtem. Meinst von Piraten gemacht? Klar. Ja, sowas unter anderem. Kai hat mir in die Kommentare geschrieben, dass die Stimmen... Na ja, vielleicht ist Libertalia ja eher sowas... Eine kleine Hütte am Strand. Dass die Stimmen etwas leise sind. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, es ist jetzt etwas besser. Er hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. So, also hier sieht es ganz nach Anlage. Anlegestelle aus. Was, wenn er wirklich pleite war? Oder was meint ihr? Sieht es hier nach Anlagefläche aus? Ja, ich würde jetzt hier einfach mal runtergehen und schauen, was es hier so Tolles gibt. Oh, ab in das geile Wasser. Da wäre ich auch sofort dabei. Sam, kommst du mit? Hört sich gut an. Okay, schauen wir doch mal, was es hier so Tolles gibt. Rennen kann der Gute irgendwie nicht mehr. Hat er verlernt, mal wieder. Oh, hier ist eine Höhle. Ich dachte eigentlich, ich kann oben hoch. Oh, Schmugglerversteck. Oder sowas in der Art. Von der früheren Expedition. Okay. Ah, hier ist was. Was hast du da? Ein Zettel. Burns. Können wir doch mal lesen. Oh, Alter. 17. Januar 1808. Vor einem Jahr stand ich in einer verwahrlosten Gefängniszelle in Panama und umklammerte ein geheimnisvolles Holzkreuz. Heute stehe ich an den Ufern eines verlassenen Archipels inmitten des Indischen Ozeans. Eines Schritt... Ach komm, leck's mich doch. Lies doch selber. Ich muss es aber so leise wenigstens lesen, dass ich weiß, um was es geht. Captain Derby und seine Mannschaft hatten begonnen, an mir zu zweifeln. Verlust eines Quartiermeisters. Bla bla bla. Berge von Kings Bay. In diesem Moment lief. Alter, wie viel? Okay. Okay, also, wenn ihr es lesen wollt, Pause drücken. Ich glaube, das ist jetzt. Ach, scheiße, ich hätte es umdrehen können. Nimm's nochmal. Dreh mal um. Oh, ach, ernsthaft? Ach so, das ist Zweiseiter. Deswegen steht da auch so viel Kacke. Okay, ein paar Notizen. Sam, mehr. Das hat Bernds Enkel geschrieben. Ja, krass. Logisch. Das Kreuz in Panama war hohl. Er muss den gleichen Hinweisen gefolgt sein. Oh, was hier? Ich frag mich, was der Kerl erlebt hat. Neuer Tagebucheintrag. Tote reden nicht mehr. Ja, aber ist es er? Was steht drauf auf dem Kreuz? Rest in Peace. Ja, alles klar. Okay, mehr nicht. Es steht nur Rest in Peace. Schau mal, vielleicht steht da noch mehr. Ruhe in Frieden. Nope. Okay. Alles klar. Gut, ich glaube, mehr war hier nicht. Das sieht zwar irgendwie schon ein bisschen danach aus, als könnte man da hoch. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht wie. Also hochkommen tun wir bestimmt irgendwann noch. Was für ein Hardcore-Sprung. Sonst springt er 500 Meter weit und dann hier so ein... Das ist schon gay. Oh, shit. Okay. Gut, wieder ab. Aufs Boot. Oh, komm. Bisschen schneller. Kannst du schon laufen. So. Hoch mit dir. Okay, spring rein. Können wir los? Ja. Auf geht's. Oh yeah. Bashitella war schon am Boot. Oh, ups. Bin ich wohl irgendwo angedockt. Okay, wir cruisen jetzt einfach mal rum um die Insel. Irgendein Hinweis oder irgendwas in der Art... Die ganze Welt mal abgesehen. Oh, was da hinten? Und zwar, er lebte nach seinen eigenen Regeln, reiste die Welt, machte sein Glück auf seine Art. Klar. Sieht's auch irgendwie... Da drüben, ein Schiff! Ja, ja, ich seh's. Oder vielmehr ein Wrack. Kann der auflaufen? Jo, kann er. Okay, ist vielleicht besser so. So verschwimmt uns das Bötchen wenigstens nicht weg. Okay, das sieht hier auch wieder nach einer Expedition aus. Warum macht es jetzt so einen komischen Ton hier? Was ist das? Ach, schon wieder so ein ewiger Text? Ernsthaft? 1808, ein höllischer Traum. Gibt es da nicht eine Zusammenfassung oder sowas? Ach, ernsthaft? Nee, das ziehe ich mir nicht rein. Na, jetzt komm, hört auf, in die leeren Blätter rumzublättern. Du denkst doch nicht, er hat den Schatz gefunden. Oh, er wäre verdammt berühmt, wenn das so wäre, also eher nicht. Meinst du? Hoffentlich hast du recht. Okay, wir gehen jetzt einfach mal zu dem... Ab aus ihrer Crew. Ja, genau. Gib mal ein bisschen Gummi, komm.
Ja, hau in die Luft. Oh, ups. Musst du schießen? Okay. Um das Fahrzeug zu finden, Kreuz, Steuerkreuz nach unten drücken. So, hier sieht es auf jeden Fall schon mal nach Schiff aus. Dass es überhaupt noch so intakt ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, muss ich mal ganz schnell schauen. Jonathan Burns, versunkenes Schiff. Wir sind definitiv am richtigen Ort. Oder wir sind beide am falschen. Ja, das klingt interessant. Aber kann ich denn... Soll ich denn da runtertauchen? Bringt das irgendwas? Marco! Kannst du nicht untertauchen, du Dödel? Doch, kannst du. Okay. Muss ich hier irgendwas finden oder ist es wirklich nur Bullshit hier? Was liegt denn hier? Zwiebeln oder sind es Kartoffeln? Hat er unendlich Luft? Scheint mir fast so, hä? Ich habe zumindest keine Anzeige. Oh, doch. Jetzt drabbelt er ein bisschen. Okay. Aber wahrscheinlich ist hier so ziemlich jeder Dödel runtergetaucht und hier ist einfach absolut gar nichts. Würde mich wundern, wenn man sowas hier unbeachtet lässt, weil... Oh, hier ist was. Ein Kompass. Okay, aber mehr sehe ich jetzt aktuell nicht. Jetzt gehe ich nochmal Luft holen. So. Okay, kann man hier noch weiter suchen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr, dass hier allzu viel ist. Beim besten Willen nicht. Hier waren wir gerade drin. Ah, hier geht es noch unten durch. Hier ist, ja, hier ist noch ein Pfosten. Oder sowas in der Art auf jeden Fall. Nee, aber mehr ist hier nicht. Glaube ich zumindest nicht. Deswegen schießt ruf, wir fahren weiter. Oh. Okay, Sam darf auch fahren. Nice. So, fährst hast du jetzt weiter? Gefunden? Ja, Mogul-Schätze im Wert von 400 Millionen. Sehr schön. So, okay, Rückwärtsgang und aufgelaufen. Okay. Ich kann genauso gut Boot fahren, wie ich Auto fahren kann. Shelly weiß, was ich meine, falls sie das schauen sollte. Komm, gib Gas, Junge. Ah, ob wir hier was finden? Mal schauen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall haben wir schon einige Hinweise gefunden. Jetzt stehen wir endlich an der Schwelle zu etwas wirklich Großem. Meinst du? Eine ebenso große Aufregung wie Panik. Okay. Na komm. Raus mit dir. Was war das für ein Sprung? Oh Mann. Also manchmal macht das schon echt dumme, eine ganz schön dumme Figur. Hier gibt's auch irgendeinen coolen Sound. Ist hier irgendwas wieder so ein Fasszeug. Das sieht auf jeden Fall nach einem Schatz aus. Okay. Hoch kommen wir aber immer noch nicht. Ob hier noch irgendwas anderes ist? Sind wir hier nur wegen den Schätzen? Also Kings Bay... ja, macht einen ganz schön zeitlich aufwendigen Punkt aus. Sehe ich zumindest so. Und ob das schon der letzte Punkt ist, weiß ich nicht. Ich kann das nicht so richtig einschätzen. Einerseits ja. Ich sag doch, lass das rauchen. Andererseits... eher weniger. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt hier ist. Vor allem hier waren ja schon so viele. Man sieht richtig viele Fässer und Lager und Schiffe und Wahnsinn. Also andererseits früher natürlich in Segelzeiten ging natürlich nicht so viel, gell? So, fahren wir mal da lang, oder? Schau mal, hier sehe ich jetzt auch nichts. Wow. Hier ist noch ein bisschen was. Genau, hier ist da die Seite. Oder ist gleich gar... Obwohl, doch, das ist auch wieder was. Oh, ich will natürlich alles sehen. Irgendwie. Oh ja, hier ist irgendwas. Hier kannst du hoch. Oder? Hier kannst du doch hoch. Ich sehe mich um. Willst du mit?
Ja, fahr halt noch ein bisschen mit dem Boot rum. Okay, also hier scheint es hoch zu gehen irgendwie. Beziehungsweise runter. Müssen wir aber irgendwie hochkommen. Aber wo? Da ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir... Irgendwas können wir da dann machen. Also hier kommen wir irgendwie rein. Aber wohl nicht von dieser Stelle. Da müssen wir noch ein bisschen weiterfahren. Oh, hier ist ein... Oh. Ja, ja, hast du gesehen? Sam, schlaue Worte. Wo läufst du jetzt hin? Der läuft so zielstrebig an irgendeine Stelle. Was ist hier? Der läuft so zielstrebig hierher, oder? Habt ihr das gerade gesehen? Da läuft so extrem zielstrebig hier hin. Vielleicht ist ja... Nee, hier ist nix. Also weiter. Ja, ja, weiter. Und ich würde sagen, wir gehen da hoch. Da sieht es auf jeden Fall auch interessant aus. Muss so eine Art Aussichtsplattform gewesen sein, früher für die Piraten oder sowas. Wer weiß, was das auch immer zu heißen sagt. Sieh mal an, jetzt muss ich mit dir mithalten. Ja, Logo. So, genau, parken wir mal hier schnell. Ja, ich sehe es. Ich habe es doch schon lange gesehen, du bist so lahmarschig. Komm schon. Was für dieser Hecht von dem, ehrlich. So ein schlechter Scherz. Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Okay. Aber wenn es so bekannt ist, dass hier früher eine Piratenbucht war, waren hier bestimmt auch schon 100 Millionen archäologische Ausgrabungen oder so. Weil in einem Zentrum der Piraterie werden ja wohl die Archäologen und sonstigen Fritzen durch die Gegend rennen. Also kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Okay, aber von hier geht's auch nicht hoch. Hier drüben, Stufen. Wo? Ach, oh. Ja, alles klar. Man kann auch ein bisschen blöd durch die Gegend laufen. Mich würde mal interessieren, wie viel ich bereits verpasst habe, ehrlich. So, hier geht's sogar noch runter. Aber da kommen wir dann nachher hin. Da geht's auch nirgends hin, glaube ich. Mal sehen. Okay. Und mal wieder eine wackelige Zugbrücke, die 100% zusammenbricht. Zu spätestens, wenn der Sam wahrscheinlich drüber läuft. Wie ein alter Aussichtsturm. Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Ja, vielleicht ist da auch ein neuer Hinweis. Wer weiß. Würde aber nur interessieren, ob hier irgendwo ein Schatz rumfährt. Deswegen laufe ich hier gerade so strahl- und planlos hier außen rum. Aber auf jeden Fall können wir hier schon mal rein. Was ist das hier noch? Oh. Ist bestimmt brüchig wieder mal. Und wir müssen wieder unsere Kletterkünste beweisen. Na komm, erstmal hier ran. Komm, kletter hoch. So. Komisch. Hier kann er springen. Hier kann er springen. Sonst kann er es nicht. Verstehe ich nicht. Hoch. So. Gehen wir auch nochmal hoch. Gut, und hier muss ich dann wohl oder übel rausklettern. Hier lang. Ja. Ja, freilich muss ich das. So. Ich muss mich erst auch mal wieder gerade ein bisschen in die Steuerung gewöhnen, weil da bin ich gerade nicht so fresh. Ups. Komm noch ein bisschen hoch. Hoch. Hallo? Geht's nicht mehr? Achso, reicht doch so. Okay. Was haben wir hier? Das sieht doch gut aus. Irgendein Symbol. Charon Arrow? Mein Kompasspfeil? Oh. Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Ein Pfeil. Finden wir raus, wo er hin zeigt, hm? Komm, das Boot ist gleich da unten. Yep. Muss ich da jetzt wieder runter? Willst du springen? Warum seilst du dich nicht mit dem Seil ab? Ja, was denkst du, was ich vorhab, du Vogel? Ja, mach's halt auch. So. Okay.
Schon unten. Sehr gut, jetzt gehe ich aber echt mal da runter. Oder war das hier? Nee. Hier war es, glaube ich. Da konnte man hier an der Seite noch runtergehen. Yo. Schmodder. Geiler Schmodder. Oh yes, jetzt schaue ich wieder richtig schön dreckig aus. Ist echt geil. Richtig geil. Okay. Jetzt gehen wir kurz zu dem Pfeil hier hin. Wo zeigt der hin? Schauen wir, Reines. Wo die Pfeile uns hinführen. Genau. Also doch wieder darüber. Hm. Aber da waren wir ja schon. Eigentlich, ne? Aber das hat natürlich jetzt wenig... Hatte wenig Sinn. Weil wir natürlich... Sam, ich wusste doch, dass wir hin müssen. Dann los. Ja, Gas, Junge. Jetzt bin ich mal gespannt. Also wir haben tatsächlich doch noch mal einen Hinweis gefunden. Hey, schau. Da drüben ist noch ein Pfeil. Wo? Wo? Wo, 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 wo? Wo? Oh, hier. Ah, okay. Der zeigt ja wieder hier rüber. Oder? Ja, aber voll ins Nichts eigentlich. Der zeigt ultra ins Nichts. Na komm, hopp. So. Schauen wir mal. Fahren wir mal da lang. Ziehen wir da ja auch wieder ein. Hier ist nix. Vielleicht unter Wasser hier. Oder so. Hier sehe ich vielleicht keinen. Hier sehe ich auch keinen. Ha. Sind wir schon mal ins Leere gefahren, oder? Hier vielleicht noch irgendwas? Nope. Doch eindeutig herausgezeigt, oder? Ich sehe aber nichts mehr. Ach, da! Wo zeigst du hin? Voll weit raus. Okay. Weit raus. So hier lang ungefähr, ne? Jetzt müssen wir aufpassen. Weil jetzt kann ich mir vorstellen, dass es wirklich unter Wasser ist, der Pfeil. Kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Aber ich sehe nichts. Irgendwo auf so einer Düne oder sowas, weißt du? Hey, schau mal da. Delfin. Ja, du hast ja, doch ja, sicher schön. Schon mal Delfine gesehen. Ja, schon, aber das ist viele, viele Jahre her. Sie haben okay, aber ich kann ja nicht einfach hier ins... kann ja jetzt einfach nicht ins Nichts rausfahren, oder? Hier sind sie. Schau mal, ich fahre jetzt einfach mal raus. Okay, gut. Gut. Okay, also wir rausfahren bringt gar nichts. Bis absolut gar nichts. Aber jetzt fahre ich doch nochmal da schnell hin. Aber es war doch extrem deutlich in diese Richtung. Vielleicht doch hier. Ah, da. Oder da Wasser. Da war was. Genau. Hier. Okay. Fahren wir da lang? Fahren wir da lang. Was sind... Ja, ach, echt? Hier lang. Das ist der nächste. Oh, jetzt müssen wir wieder hier lang. Oder? Ja, so, hier in die Richtung. Aber dann bin ich hier wieder am Schiff. Oh, nein, doch nicht. Hier lang. Hier unter Wasser? Nope. Ah, hier Land wieder. Hä? Der hier zeigt anscheinend auf die Höhle da drüben. Okay. Hätte ich die vorher schon finden können? Oh, riesiges Tor. Das Zeichen. Okay, aber was sich in dieser Höhle befindet, erfahren wir zusammen in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.